Wieder. Ja, in welche Richtung muss ich denn jetzt? Ja, der Kameraausschnitt ist sehr klein. Das, ich muss da jetzt reinpassen in das Fenster. Ja, tolle Aussicht, ne? Da so auf so eine Kieshalde. Das ist irgendwo in der Nähe von Lörrach. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Ort hieß. Ich habe da irgendwelche Maschinenteile hingebracht. Ja, ist schon eine Weile her. Man sieht das an der Vegetation. Es war also Frühling. Ja, im März war das. Wir fahren jetzt ein wenig über die Dörfer und das ist das Schöne an dieser Strecke. Wir müssen zurück zur A5 von Lörrach über die Bundesstraße. Und die ist sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen, und deswegen fange ich damit auch an. Das Programm, das ich für euch heute erstellt habe, ist recht umfangreich. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ja, wie gesagt, früher Frühling, die Bäume alle noch ziemlich kahl. Aber die Strecke war sowas von schön. Ich hoffe, euch gefällt mein neues Layout, obwohl so großartig hat sich eigentlich nichts verändert. Ja, so wie es aussieht, komme ich wohl. Ich habe ja jetzt hier meinen alten Laptop, mit dem ich ja nicht mehr streamen konnte, weil er einfach zu langsam war. Aber für den Empfang der Daten, da ist er schnell genug. Da habe ich das Ganze jetzt am Laufen, um zu gucken, ob keiner guckt, nee, ob mein Stream vernünftig läuft. Ja, und das scheint der Fall zu sein. Gut, den Ton kann ich da jetzt nicht anmachen, deswegen, also ihr wisst ja, das ist immer so meine Achillesferse. Aber auf dem Mixer sieht das Ganze gut aus. Ja, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut oder ich bin nicht übersteuert, weil ich rutsche da nämlich manchmal tatsächlich ein bisschen in den roten Bereich rein. Aber das könnt nur ihr mehr sagen, weil ich das nicht kontrollieren kann. Ja, ich kam da nicht so direkt auf die Bundesstraße. Musste also erstmal rauf, ein Stück fahren, dann wenden und wieder zurück, um zur A5 zu kommen. Aber das ist natürlich für euch ganz besonders schön. Durch den Südschwarzwald, ja, es war schön. Und deswegen fange ich damit jetzt auch an. Ich habe wirklich ein, meines Erachtens nach, eher interessantes Programm für euch zusammengestellt, was so in der letzten Zeit passiert ist. Kommt dann auch noch eine Umleitungsstrecke, weil mal wieder bei Mücke im Vogelsberg über eine Stunde Stau war. Ja, tanken musste ich auch, also bin ich dann über die Bundesstraße gefahren. Das kommt dann auch. So, ja, ich halte jetzt hier erstmal kurz an, weil ich nicht genau wusste, wie kommst du aus dieser Richtung wieder in die Gegenrichtung zurück. Kommt da noch ein Kreisel oder hast du irgendwie eine andere Möglichkeit? Also eben mal kurz Pause gemacht, da, um zu gucken, wie ich dann fahren muss. Ja, jetzt weiß ich es wahrscheinlich mittlerweile. Gut, ich war dabei, aber ich erlebe jeden Tag
so viel, dass ich mir wirklich nicht alles merken kann. Wir fahren durch den Südschwarzwald, ziemlich nah an der Schweizer Grenze, also ziemlich dicht an Rheinfelden, Basel, in der Gegend fahren wir rum, in Lörrach. Da habt ihr gesehen, Schaffhausen. Ja, Schaffhausen ist in der Schweiz. Aber wir sind noch auf der deutschen Seite, wir sind nicht in der Schweiz. Ja, Prost erstmal. Should have known what it's all about. A good looking woman, do you ever shut your mouth? Well, I heard you the first time talking about yourself, and I heard you the second time talking about yourself. Well, you talk too much and say nothing at all. Also erstmal noch in dieser Richtung, aber ich muss noch umkehren, ich muss zurück, ich will zur A5, das ist nicht die richtige Richtung, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere, ja, so ganz, ganz schwach habe ich das in Erinnerung. Hasel 51. Ganz herzlich willkommen bei mir und es freut mich, dass du mit mir jetzt in der Gegend herumfährst. Ja, wir fahren da unten irgendwo im Südschwarzwald rum, in der Gegend von Lörrach. Ah, hallo Biggie. Das freut mich. Aber Moment mal, gestern hast du dich aber irgendwie... Ach nee, das war bei YouTube. Okay. Ganz herzlichen Dank für dein Follow. Ich muss jetzt irgendwie in die Gegenrichtung kommen. Ich fahre noch verkehrt. Ich muss in Richtung A5. Aber ja, überall für LKW verboten. Aber ich habe mir das vorher angeguckt. Also irgendwie gibt es da noch eine Möglichkeit, dass ich dann doch... Ah ja, da in dem Industriegebiet, da wende ich jetzt. Ah, deswegen liebe ich das Fahren in England. Da gibt's überall Kreise. Immer, jede Straßenkreuzung, fast jede Straßenkreuzung ist ein Kreise. Hat man sich mal verfahren, weiterfahren, nächste Kreise, zurück. Aber in Deutschland ist das leider noch nicht so. Aber hier habe ich es dann im Industriegebiet dann tatsächlich geschafft. Okay, diese Kreuzung wäre im Grunde genommen jetzt schon ausreichend, um zu wenden. Weiß nicht, vielleicht habe ich das ja sogar gemacht. Nee, habe ich nicht. Bin weitergefahren. Ich habe zwar eine Länge von 19 Metern, aber er knickt in der Mitte ein. Dadurch ist der Wendekreis relativ klein. Anders als damals mit dem Sattel, wo ich also wirklich solche Gelegenheiten nicht hätte nutzen können. Das geht mit dem Anhängerzug wesentlich besser. Aber irgendwo bin ich hier. Ich habe dieses Industriegebiet tatsächlich zum Wenden genutzt. Jo, fahren wir mal da rein und dann fahren wir mal da rum. Ich denke mal, ja, genau so habe ich mir das dann vorgestellt. Riding on the city of New Orleans. Biggie, die Musik, die du da hörst, ist von meiner Freundin Katja Kay. Und ein Großteil der Musik, die ich habe, kommt von ihr und von meinem... Ah, da ist der Kreis. Oder von meinem Freund Brent Moyer aus Nashville. Die haben mir freundlicherweise ihre Musik zur Verfügung gestellt. Und nee, doch kein Kreisel, aber zumindest irgendwie eine Möglichkeit zu wenden. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son.
Ich habe ihre Musik verlinkt, sowohl hier bei Twitch als auch bei YouTube. Es lohnt sich, mal dort vorbeizuschauen. Und es wird über Stream-Elements wird es auch immer mal wieder auftauchen, auf die Seiten von Brent Moyer und Katja Kay zu gehen. Es lohnt sich wirklich. Die machen so tolle Musik. Und mein Stream lebt im Grunde genommen auch davon, von ihrer Musik. Tja. Wer hätte da jetzt Vorfahrt gehabt? Ich. Aber ich bin ja gar nicht so. Ne? Nein. Er zieht ja schneller an als ich. Ja. Hallo Sandy. Ich grüße dich. Ja. Wenn das Wetter auch nicht mitspielt. Och nö, Sandy. Ihr seid im Urlaub, auch einen schönen solchen wünsche ich dir. Naja, Lurk bin ich ja von dir gewohnt. Nein, in den letzten 14 Tagen war absolut keine Chance. Es hat gegossen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es wären so schöne Aufnahmen geworden, aber das Wetter hat absolut nicht mitgespielt. Also hatte ich mal wieder 14 Tage Auszeit. Aber ich bin zu Hause. Was auch selten ist. Also kommt jetzt mein traditioneller Samstagstream wieder. Sandy, schönen Urlaub noch und danke, dass du vorbeigeschaut hast. Naja, das mit dem Look bei dir kenne ich ja. Ne? Alles klar, Sandy. Mach's gut. Wir sehen uns, wir hören uns. Und ich hoffe, dass das Wetter in nächster Zeit mal vielleicht wieder ein bisschen besser wird, damit ich auch wieder von unterwegs streamen kann. Aber es bringt einfach nichts, wenn du gar nichts mehr siehst, wenn der Scheibenwischer auf Stufe 2 laufen muss. Und nein, es bringt nichts. Und die wenigen trockenen Augenblicke dazwischen ist ja eigentlich dann auch Blödsinn, dafür dann die ganze Anlage aufzubauen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich hätte es gerne getan, aber nö, Wetter hat mich nicht gelassen. Iris kommt. Guten Tag, Gnädigste. Tja, was mache ich jetzt mit dir? Na, dann hört man dich nur im Hintergrund. Ja, du siehst, die Kamera ist so angebracht, sodass ich dich gar nicht mit ins Bild reinbekomme. Dann müsste ich sie jetzt umdrehen und alles. Aber man hört dich ja. Also? Ah, sehr schön. Super. Das freut mich, denn... Ja. Warte, nee, da bin ich. Ja, ich habe die Kamera jetzt quasi. Ja, nur weil Iris gesagt hat, sie kommt nicht, habe ich jetzt alles auf mich eingestellt. So, jetzt muss ich nach da, dann kann Iris ins Bild kommen. Ja, tut mir ja jetzt leid, aber. Ja, eigentlich müsste ich das ja jetzt umbauen. Ja. Das geht nicht mehr, das Klebeband. Ja, mich und mein Klebeband. Oh, heute ist doch richtig gut. Heute hat es gegossen hier. Ja, so wie unterwegs, weil ich gesagt habe. Man konnte sich überhaupt auf nichts einstellen. Das war so unbeständig. Dann hat man gedacht, oh, heute wird es vielleicht klappen. Rums kam das nächste Donnerwetter. Und Donnerwetter im wahrsten Sinne des Wortes. Ach,
Mein Schwesterchen verdurstet und sagt. Mein Schwesterchen verdurstet und sagt nichts. Und was dann kommt, wäre mir ganz egal. Ein bisschen Sehnsucht und ein riesengroßes Glücksgefühl. Also wir sind immer noch, ja, ich habe ja nun gewendet. Jetzt fahre ich die Strecke quasi wieder zurück, die ich eben gerade gekommen bin, in Richtung A5 über die Bundesstraße. Ja, und das finde ich so schön, auch wenn das jetzt hier im frühen Frühling ist und an den Bäumen noch keine Blätter hängen, aber die Landschaft der Südschwarzwald ist sehr schön. Ich fahre parallel zur schweizerischen Grenze und habe gedacht, das lohnt sich. Damit fange ich mal an mit Lörrach. In der Nähe von Konstanz. Ja, das finde ich immer zu lustig. Ja, die sagen tatsächlich Konstanz. Geschrieben wird Konstanz, aber kennt er bestimmt vom Tatort hier, diese deutsch-schweizerische, wie heißen die, die Kommissarin, die da ist. Ab Burgdorf war Sommer. Ja, hier im Moment jetzt auch. Hier ist blauer Himmel, noch ein paar Wolken am Himmel. Also seid ihr schon fast zu Hause? Hier ist jetzt auch wieder schön. Könnt ihr jetzt frech sein und sagen, ja, weil ihr endlich weg seid, ist jetzt der Sommer wieder gekommen. Birgit, das ist mein merkwürdiger Humor, den kein Mensch versteht. Ehrlich? Nein, nein, das war nur Spaß. Oh. Hat sie schon Spaghettis gegessen? Hast du ihm Spaghettis mitgegeben? Ja. Mir hast du keine mitgebracht. Keine mehr übrig. Na so. Na, muss ich mal sehen, was ich dann zu essen kriege. Das bezog sich wahrscheinlich noch auf den Humor. Da ist das Bild, das auf Twitch gerade läuft. Ja. Naja, Lörrach ist gleich vorbei. Ach nee, kommt ja noch ein zweiter Teil dahinter her. Aber auch nur 20 Minuten. Das ist übrigens Katja Kay. Aber habe ich glaube ich schon erwähnt. Meine liebe Freundin aus Wesel. Ja, aus Wesel. Aber. Oder aus Brandenburg. Da hat sie nämlich eine Datscha. Und da sehen wir uns eigentlich das meiste. Soll sie sich schmecken lassen. Finde ich auch. Und ich habe ja nur insgesamt 300 Musiktitel und die laufen in Endlosschleife. Endlosschleife stimmt gar nicht. Ja, wiederholt sich immer wieder in Zufallswiedergabe und Endlosschleife. Also hört man bei mir immer dieselbe Musik. Und als ich dann mal so spaßeshalber gesagt habe, wir schicken Katja mal in Urlaub, boah, da gab es Proteste. Nein, mein Stream lebt von dieser Musik. Bin nicht ich. Die Leute wollen alle nur Katja sein. Oder Brent. Also ich brauche da gar nicht zu sein. Iris sagt immer, man will mich sehen. Quatsch, sie wollen einfach alle nur die Musik hören. Ja.
Ja, ist das nicht schön? Ja, so über die Dörfer macht doch immer echt Spaß. Auch das macht mir auch Spaß. Also muss ich ganz ehrlich sagen, man sieht was. Oh, mal schnell ein Brötchen holen, aber da kann ich schlecht anhalten. So mitten in der Kurve. Ja, wie die Country ist auch schön, das stimmt. Guckt euch das mal an, ist das nicht herrlich? Das ist herrlich. Ja, da, tolle. Ja, da können wir auch noch mal gucken, da die Schwäne. Ich finde das immer zu schön, über die Dörfer zu fahren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich ist das anstrengend. Anders als über die Autobahn, wo man dann einfach auf den Tempomaten drückt und alles andere macht das Auto ganz von alleine. Aber trotzdem ist das schön. Wenn man etwas sieht. Wunderbar. Wunderbar. Das bezog sich, glaube ich, noch auf die Musik. Ja. Oder aber auch auf die Ortschaft jetzt. Nee, das steht da ja schon eine ganze Weile. Jo, und jetzt müssen wir auch schön langsam fahren. 30. Ja, nein, so damit, ja. Damit ihr auch jedes Haus einzeln euch betrachten könnt. Und im Pizzadienst, dem Pizza... Flitzer, den hätte man sonst nicht wahrgenommen, wenn ich da mit normaler Geschwindigkeit durchgefahren wäre. Stimmt, hätte man nicht. Und die Werkstatt. Ja, und auch die Werbung kriegt man mit, alles kriegt man mit. Du wirst lachen. Die kommt heute auch in der Gegenrichtung. Ach nee, die kommt auf YouTube heute in der Gegenrichtung. Von Köln nach Trier. Bin ich gerade dabei, die bei YouTube hochzuladen. Ich musste das eben jetzt nur kurz unterbrechen. Weil ich habe zwar eine ganz tolle Internetverbindung, aber wenn ich dann zwei Sachen gleichzeitig am Hochladen bin, nee, das hätte nicht funktioniert. Also, spätestens morgen ist die Strecke von Köln nach Trier bei YouTube. Ja, sie ist da sowieso schon. Aber diesmal ganz besonders. Immer wieder eine Staufahrt. Vor dem Stau, nach dem Stau ist vor dem Stau. Das ist bei mir so ein bisschen so auf das Motto, dass sich quasi durch fast alle Streams durchzieht. Nee, heute kommen keine Staus, aber das, was ich gerade bei YouTube hochlade, das, ja, von Köln in Richtung Trier. Ja, und die meiste Zeit haben wir gestanden. Aber lustig war es schon. Die Leute haben sich im Chat Witze erzählt und war sowas von lustig. Dänemark. Dänemark und Dänemark und schon bist du in Dänemark. Nee, das war ja ein anderes Stream. Nee, das war in Köln. Was hat der... Wo hat der Hund sein Arschloch? Hinten, wo sonst? Oder an der Leine? An der Leine. Auch noch einer, den man nicht denken kann. Ja, jetzt werde ich bei Twitch wahrscheinlich gleich wieder geblockt, weil ich Schimpfworte benutzt habe. Ja, ich schäme mich ja auch. Vicky, bist du noch da, Mäuschen? Sugar. Nee, ist weg. Nein. Doch welches Mikrofon ist denn jetzt besser? Mein. Ja, aber Birgit weiß das ja nicht. Die kennt das alte ja nicht. Und Sandy ist im Urlaub.
wie so im Lurk. Ja. Keiner kann mir das jetzt sagen. Du kannst nicht zuhören. Lella. Aber 4 Monate? Nee, das ist doch schon viel länger. Ganz herzlichen Dank für deinen Resub. Ja. Da ist meine Hand, Lella. Ja, komm. Da ist sie. Sie hat gesagt, sie kommt nicht, also habe ich das ganze Layout heute komplett auf mich ausgerichtet. Da muss ich sie dann jetzt mal hier mit rüberziehen. Hallo Lella, ganz herzlichen Dank für deinen Resub. Lella, ich kann ja gar nicht mit dir jetzt hier kommen von dir. Aber hören kannst du ihres hoffentlich. Weiß ich nicht, kannst du mich hören? Nein, keiner hat mich lieb. Keiner hat mich lieb. Aber ich habe jetzt wieder das andere Mikro und ich glaube, das ist wesentlich empfindlicher, sodass man ihres jetzt auch relativ gut hören kann. Nur ist ein bisschen schwer, dieses Headset. Musst du das denn um deinen Kopf tragen, dein Hals kannst du das nicht dahin sehen? Da weiß ich nicht, ob wir dann nicht so weit weg sind. Ja, probier mal, dann können wir ja mal fragen. Ja, du musst jetzt Bescheid sagen, ob du uns hörst. Ich habe das jetzt auf den Tisch abgelegt. Der Ausschlag. Doch, der Ausschlag sieht noch. Ja, herrlich. Lella, wie ist das jetzt? Sind wir zu verstehen? Also, ich glaube, du kannst ganz normal reden. Würdest du bestimmt hören. Ich schreie doch immer, das weißt du. Das ist mir letztens erst vorgeworfen, dass ich neuerdings nur noch am Rumschreien bin. Da sag ich jetzt nicht mehr zu. Absolut nicht. Ja, ich war immer ein wenig leise. Ja, man kann dich und ihres verstehen. Danke, Lilla, siehst du, sag ich, brauchst du nicht mehr leise. Und wir tauchen auch noch aus der Musik heraus. Die Musik hört man auch noch nicht. Ich habe ja keine Möglichkeit, das zu kontrollieren, leider nicht. Ach ja, also irgendwie meine komische Luft. Wir haben eine komische Luft. Lella, für Iris kann ich nicht sprechen. Für mich kann ich nur sagen, ich bin mal wieder zu Hause. Und das war 2. Wochenende in Folge. Na okay, das letzte Wochenende war dann ein bisschen kurz, weil ich noch wieder fahren muss. Aber ich bin nicht schon wieder zu Hause. Und da ich von unterwegs nicht streamen konnte, habe ich gesagt, dann lassen wir mal die alte Tradition, die von früher, wieder Samstag streamt, um 16 Uhr auf. Iris muss selber sagen. Ja, ja, ich wollte ja nur sehen, aber alles gut. Ja, ich muss schon wieder heute Abend weg. Muss schon wieder auf den Switch. Das ist ja so schrecklich, weißt du ja, Lella. Das mache ich ja gar nicht gerne. Einfach weggehen und einen schönen Abend haben, das mache ich gar nicht gerne. Ja. Nein, also mir geht's gut. Und zwar sind wir heute wieder beim guten Freund von uns. Ja, das war vorher besser, ne? Als ich das Headset noch um hatte, denke ich mal. Oder? Okay, ich mach die Musik ein wenig leiser. Aus denn wieder mal gefunden haben. Nein, was ist das? Damit dem da drin auch nicht besser. Jetzt besser? Ich habe die Musik ein wenig runtergeregelt. So, super, da bin ich. Super! Ja, ja. Ich habe sie extra vorher gefragt. Kommst du vorbei? Nein, ich komme nicht vorbei. Sie gesagt, ja okay, dann kann ich das Layout ja so lassen, wie ich es habe. Weil das ist komplett auf mich zugeschnitten heute. Ja, es ist auch sehr kompliziert, das Handy einmal zu drehen. Da ist ein Klebeband dran. Das haftet andersrum nicht. Ich sage ja, das ist ein Klebeband. Das ist nur ein Klebeband, ich weiß. Ja, vorher hatte ich immer eine andere Kamera, die war auf dem Stativ, die hätte ich drehen können.
Aber jetzt habe ich. Naja, gut. Iris. Iris hat keinen Platz mehr. Platz ein, außerdem hat sie mir vorher gesagt, nein, sie kommt nicht. Soll ich wieder gehen? Ich kann auch wieder gehen. Also, du bleibst hier. Du erwähnt jetzt, dass ich gesagt habe, komm nicht. Ach, so ist das. Ich freue mich, dass du da bist. Natürlich. Aber hätte ich das vorher gewusst, hätte ich Blümchen. Sollst du lügen? War doch was. War doch euch im Panzer. War das nicht mit Kuchen? Die Kuchen nicht. Ach nee, bei Ernie und Bert. Ja. Aus der Sesamstraße. Die Kuchen da. Weißt du, warum hast du sie zugenommen, Onkel Wusche, dass ihr es da lasst? Ja, siehst du doch, ne? Ja, andersrum doch. Aber ich war extra für euch beim Friseur, ne? Habt ihr gesehen? Ja, ich auch. Und jetzt, so weit sieht man nicht. Ich war auch beim Friseur. Ja, dann musst du hier ein Bild. Nee, also alles gut. Ich dränge mich da nicht zwischen. Weil das mache ich im Leben nicht. Ich bin. Ach Gott. Ich bin wirklich noch vom Sofa. Ja, weil die. Das ja, mein Bier ist jetzt hier auf dem Fußboden statt in meinem Mund. Das ist nicht so schön. Ja, das ist echt nicht schön. Oh, und jetzt? Und jetzt? Lass laufen, ne? Das sieht aus wie eine Hand. 1, 2, 3, 4. Nee, 6 Finger. Das ist lang, genau, und ganz lange dabei. Siehst du, wir nehmen nicht zu, wir werden nur kuscheliger. Richtig, Lella. Sag mal, Biggie, bist du weg oder was ist das hier? Habt ihr das eben mitgekriegt, was gerade so eben passiert ist? Das ist jetzt auch gar nicht so interessant. Der war aber lustig. Ich bin ja eben halb vom Hocker gefallen, nee, vom Sofa. Weil das Sofa hier nach links, von euch aus gesehen rechts, keine Lehne. Und keine Lehne. Da habe ich eben einen leichten Abgang gemacht. Ja, und da stand dann da unten hier eben noch die Flasche Bier. Ja, sie stand. Die stand, aber danach lag sie. Und jetzt habe ich hier so eine handförmige Lache unten auf dem Fußboden. Ja, stimmt. Ja, sieht tatsächlich aus, aber die hat 6 Finger. Aber der Daumen passt. Na, das ist ja gut, wenn der Daumen passt. Der Ringfinger, der. Wie heißt der? Der ist extrem lang. Sag mal, was hat man Manfred heute gegeben? Ich weiß es nicht. Der hat doch jetzt nicht wirklich eben, das hat er jetzt nicht gemacht. Nein, er hat jetzt nicht den Finger gezeigt. Ah, da ist er. Ich wollte das doch nur demonstrieren, wie das da unten auf dem Fußboden aussieht. Könnt ihr jetzt ein Foto davon? Nee. Ah, Tunnelfahrt. Ja, Tunnelfahrt. Ja, hallo Fred. Opi? Ja, ich bin Opa. Hallo Opi, du hast doofe Ohren. Was? Das mag ja sein, dass ich doofe Ohren habe. Das ist aber nett. Ja, Fred, schalt doch mal deinen komischen Übersetzungsautomaten aus und schreibe wirklich. Das kommt dir nämlich komisch an. Ich nehme mal an, dass du da drüben im Hintergrund bist, aber dein Übersetzungsprogramm, das funktioniert nicht so ganz. Hallo Fred, ich grüße dich. Ach, das ist ein Spruch von 1 Live. Mhm. Hallo, wie, du hast doofe Ohren. Ja, werde ich mir merken. Fred, freut mich. Und liebe Grüße über den Teich. Kanada oder Vereinigte Staaten? Wo bist du gerade? Und bist du am Fahren oder hast du Wochenende? Der Spruch ist immer, Lella! Ich kannte ihn nicht. Wie alt bin ich denn dann, sag mal? Ich kenne ihn wirklich nicht. Und ich bin nur 65, aber den Spruch kannte ich nicht. Ach ja. Fred, wo bist du gerade? Im Wochenende, zu Hause? Bei deinen Hunden? Ach nee, deine Hunde sind ja mit bei dir im LKW.
Oder auf Achse in Kanada oder in den USA. Ja, die kenne ich nicht. Also, du bist total jung, Pinky. Oh, Lilla, du möchtest doch nur, dass ich dich heute wieder in mein Gebet mit einschließe, ja. Oder? Fred, so süß. Pro7, RTL, die sind bei mir eigentlich relativ, ich will nicht sagen tabu, aber die gucke ich so gut wie nie. Also kann ich da nicht mitreden. Ah, ja. Ja, lass dir schmecken. Ach ja, ihr seid ja ein bisschen hinterher. Hier ist Nachmittag. Oder wir sind Frühmorgen. Voraus. Vielleicht sind wir voraus. Nein, er ist jetzt gerade frühstücken. Ja, ich habe das mitgekriegt. Und wie ist das Wetter bei euch auf der anderen Seite des Atlantiks? Also hier, naja, durchwachsen. Immer wieder Regen, Regen, Regen. Und deswegen war ich die letzten 14 Tage. Ach ja, 1 Live ist von... Stimmt. Flüster bitte. Ja, Moment, Moment. Ja, wo ist er denn? Ja, wo tut? Das sieht ja lustig aus. Lilla, ich komme da im Moment nicht ran. Ja, ich glaube, er muss das Handy querlegen. Ja, das ist davor. Warte, ich mach dich im anderen Fenster auf. Wer flüstert, der lügt, siehste? Nein, ist alles gut. Alles gut, Lella. Alles gut, Lella, das ist geklärt. Keine Probleme. Wir haben uns vertragen. Muss man auch nicht alles auf die Goldwaage nehmen. Aber jetzt weiß Fred es auch. Aber Fred weiß es ja auch. Wir haben, ja, wir haben das Kriegsbeil begraben. Hier sagt keiner, dass ich lüge, Grummel. Wieso? Nein. Nee, hat doch auch keiner gesagt. Wer hat gesagt, dass du lügst? Ich nicht, Iris nicht. Nein. Coyote Express hat geschrieben, wer flüstert, der lügt. Den Spruch kenne ich übrigens, den Spruch kenne ich auch. Okay, das habe ich nicht mitgekriegt, weil ich gerade eben nach der, weil ich gerade eben geflüstert habe. Nee, Fred, alles gut. Du weißt ja, Lella ist eine meiner Moderatorinnen und passt natürlich auch auf, dass wir uns mittlerweile vertragen haben. Das konnte sie natürlich nicht wissen. Ja, man muss nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Und man kann sich auch, wenn man sich gestritten hat, darf man sich auch gerne wieder vertragen. Versöhnung ist sowieso immer am schönsten. Wie, hattet ihr Sex? Iris. Sex oder was? Ja. Warum bin ich denn hier gelandet heute? Man, gut, dass bei mir steht, das Programm ist für Kinder nicht geeignet oder nicht. Ja. Naja, ab 18. Da darf man sowas sagen. Naja. Oh, Marc. 15 Monate Wahnsinn. Ja, Lella freut mich, dass du das so siehst. Marc, ganz herzlich willkommen und freut mich, dass du auch bei mir zuschaust. Und dann auch schon 15 Monate. Wahnsinn. Und ganz toll, das freut mich, sowas. Wisst ihr eigentlich, dass Marc mittlerweile Partner ist? Du stehst schon viel zu lange dunkel hier
hier allein. Vertrau auf Wunder, dass sie einfach geschehen. Das hat mich sowas von gefreut, weil wenn es einer verdient hat, dann sein wirklich einmaliges Musikprogramm, muss ich ganz ehrlich sagen, lohnt sich. Schaut bei Marc vorbei, er ist mittlerweile Partner und das freut mich ungemein. Wieso klappt das bei dir nicht, Ausrufezeichen Watch? Oder habe ich da was falsch geschrieben? Nicht das anders. Ja, Fred, guten Appetit und hat mich gefreut, dass du vorbeigeschaut hast. Guten Hunger. Wirklich, das Programm von Marc, das ist sowas von toll. Ich sage immer, mein Lieblingsthema. Weiß ich, Marc. Und ich habe es dir so gegönnt, dass... Freut mich ungemein. Also, schaut mal vorbei bei Music Video Battles. Der Marc macht wirklich ein Wahnsinnsprogramm. So ideenreich, so quirlig. Tolle Musik, echt tolle Musik. So, wir fahren durch den Nebel. Aber wir sind, glaube ich, immer noch in... Ja, jetzt haben wir die Autobahn erreicht. Man, gut, dass man dich nicht sieht, Marc, ne? So, aber das Video ist jetzt auch gleich vorbei. Wir sind auf der Autobahn, wir sind auf der 5.